Moin, mein Name ist Nico der Profi und ich zeige euch heute, wie ihr in Ark Extinction die Schneeeule zähmen könnt. Aber vorher nochmal kurz Werbung in eigener Sache. Und zwar fehlen uns aktuell, das ist der Stand jetzt, wo ich das Video aufnehme, 5 Abonnenten zu den 100. Und da würde ich mich doch sehr freuen, wenn wir das voll kriegen würden. Also wir brauchen einfach nur 5 nette Menschen, die den Kanal nochmal abonnieren und dann haben wir das auch. Kommen wir aber zum eigentlichen Video und wir fangen wie immer mit dem an, was wir brauchen, damit wir die Schneeeule auch zähmen können. Und wenn wir im richtigen Petri sind, sehen wir auch, was wir brauchen. Und zwar ist es heute folgendes: Wir brauchen natürlich den Sattel für die Schneeeule. Den könnt ihr ab Level 61 craften. Wir brauchen, und das ist einem Bug geschuldet, heute so 10 Steintore. Ich weiß, es ist relativ teuer. Ich habe mich dafür entschieden, weil es die einfachste Methode ist. Ihr könnt auch weniger nehmen, aber je länger der Gang ist, in den ihr die Eule reinlockt, desto einfacher wird es. Dementsprechend brauchen wir dann 2 Tore. Ich weiß, da stehen 3 und nicht 2. Damit wir eben am jeweiligen Ende das Ganze auch abschließen können. Wir brauchen dann eine Flinte oder eine Armbrust mit der dazugehörigen Munition. Eventuell ein bisschen Narkosemittel, kommt drauf an, welches Level die Eule hat, welche Servereinstellungen vorherrschen. Und wenn es den Bug nicht geben würde, könnten wir uns das auch alles sparen mit den Toren und könnten einfach Bolas nehmen. Weil dann könnten wir einfach die Schneeeule bolern. Sie lässt sich bolern. Im Wiki steht drin, dass sie sich bolern lässt. Ich habe ein Video gesehen, dass sie sich bolern lässt. Wäre also gar kein Problem. Und natürlich brauchen wir so ein bisschen Schneeausrüstung, damit wir dort nicht erfrieren. Und Fleisch zum Zähmen. Ja, ihr könnt euch auch Prime Meat einfach vor Ort klar machen, indem ihr da ein paar Mammuts klatscht. Und was ihr natürlich auch braucht, sind dann dementsprechend 1 oder 2 Petris. Oder irgendetwas, was halt fliegt, damit ihr dorthin kommt und die Schneeeule auch triggern könnt. Ich habe jetzt hier 2 am Start, weil ich sonst zu schwer wäre für einen mit den ganzen Sachen, die ich heute dabei habe. Aber wie gesagt, wenn das Ganze gefixt wird, dann könnt ihr auch einfach nur Bolas nehmen und dann braucht ihr auch gar nicht so viel. Das heißt, es würde locker einer reichen. Fangen wir aber an, wir fliegen ins Schneebiom und sehen uns dann da gleich wieder. So, wir sind im Schneebiom angekommen und falls ihr nicht wisst, wo das ist, zeige ich euch das eben einmal auf der Karte. Hier auch mit ein bisschen mehr Licht. Ja, hier ist das Ganze oben in der Kuppel oben rechts auf der Karte. Was wir jetzt machen ist folgendes. Wir suchen uns natürlich erstmal ein paar Schneeeulen raus und dann zeige ich euch beide Möglichkeiten. Einmal die mit der Bola, wie es in der Theorie funktionieren würde. Vielleicht haben wir ja Glück und durch irgendeinen Zufall klappt es sogar heute mal. Ich habe es gestern schon ausprobiert, ging bei mir leider nicht. Und dann zeige ich euch noch die Möglichkeit mit den Toren, die ja jetzt wahrscheinlich erstmal funktionieren wird. Weil ich bin halt auch echt der Meinung, dass die Bola schon seit Wochen verbuggt ist. Ich hatte selbst Probleme damit, einen Petri zu trappen. Mir fällt gerade auf, dass ich gar keinen Schaden kriege, obwohl ich nur die Stoffrüstung anhabe im Schneebiom. Ich ziehe trotzdem mal die ganze Pelzrüstung an. Komisch auf jeden Fall, wundert mich ein bisschen. Sind aber auch gerade nur 5 Grad, damit kann man wohl noch überleben. So, Möglichkeit Nummer 1 mit dem Bolan. Dafür brauchen wir eine Schneeeule. Die greifen wir mal kurz an, damit die ein bisschen getriggert wird. Und dann ziehen wir uns die mal so ein bisschen hinter uns her. Einfach zu einem Ort, wo wir sagen, ja, wenn die da runterfällt, können wir die da safe zähmen. Müsst ihr mal so ein bisschen aufpassen, wenn ihr mit dem Petri unterwegs seid. Ihr seid deutlich schneller als die Eule. Das heißt, sie verliert dann auch relativ schnell Agro, wenn ihr zu weit weg seid. Deswegen auch mal ruhig langsamer fliegen zwischendurch und einfach mal nach hinten gucken, damit ihr die auf jeden Fall safe hinter euch herzieht. Hier zum Beispiel neben den Mammuts wäre ja eine Möglichkeit jetzt da. Das heißt, wir landen einmal kurz. Und in der Theorie, wenn es funktionieren würde, würden wir jetzt unsere Bola rausziehen, die ein bisschen schwingen, auf die Eule schmeißen. Wir haben sogar gerade getroffen. Schon wieder. Und dann würde sie runterfallen, auf dem Boden stehen und dann könnten wir sie einfach abschießen und betäuben. Das wäre dann Möglichkeit Nummer 1 und das ist ja super easy. Ihr habt keinen Materialaufwand außer jetzt für die Bolas und das ist halt echt wirklich sehr wenig. Ich habe gerade auch nochmal versucht, euch eine zusätzliche Möglichkeit zu zeigen und zwar einfach die Eule so aus der Luft abzuschießen. Das Problem ist, dass wir dann wieder so einen großen Random-Faktor drin haben und die fliegt dann einfach weg und dann müsst ihr ein bisschen Luck haben oder Aim haben, dass ihr die dann noch trefft, 1-2 Mal, wenn sie wegfliegt. Deswegen würde ich euch das eher nicht empfehlen. Es geht ja bei meinen Tutorials auch immer darum, es so einfach wie möglich zu machen und einfach eine nahezu 100%ige Chance zu haben, das Tier dann auch zu zähmen und sicher zu zähmen. Deswegen habe ich das jetzt hier gar nicht weiter ins Video reingenommen. Aber kommen wir zu der Möglichkeit, die dann jetzt derzeit wirklich funktioniert. Und zwar ist es die mit den Torbögen. Und dafür würde ich mir erstmal eine Fläche suchen, die relativ offen und frei ist. Weil ihr müsst ähnlich wie beim Griffin dann später die Schneeeule da reinloggen und je offener das ist, desto mehr Möglichkeiten habt ihr auch zum Ausweichen und desto einen größeren Überblick habt ihr dann später auch darüber, was sich dann hier bewegt, weil hier laufen natürlich auch viele Wölfe rum,
die euch ans Leder wollen. Also einfach die Torbögen setzen und schön nah beieinander setzen, das Ganze. Aber ihr müsst hier noch mit kleinen Zwischenraum auf jeden Fall freilassen, weil hier müsst ihr später durchschießen können. Sollte aber so klein sein, dass da auf jeden Fall kein Petri durchpasst. Warum kein Petri? Scheinbar hat die Schneeeule die Hitbox von dem Petri und würde dann da durchkommen. So, das sollte auf jeden Fall reichen. Also einfach alle in einer Reihe aufstellen, bisschen Zwischenraum lassen, damit ihr durchschießen könnt. Da kommt auf jeden Fall der Petri nicht mehr durch. Ich habe es hier eben auch nochmal ausprobiert, ist ein bisschen größer geworden, aber passt immer noch. Und dann einfach jeweils ans Ende bzw. den Anfang ein Tor reinsetzen und dann die Tore auf jeden Fall auch auflassen. Ich habe aus Versehen eins weiter nach hinten geplaced. Deswegen liegt hier noch ein zerstörtes Tor. Das hinten machen wir auch nochmal auf. Und dann funktioniert das Ganze genau wie beim Griffin. Nur, dass die Schneeeule ein bisschen wendiger und schneller ist. Und dadurch wird das ein bisschen nerviger als beim Griffin. So, Leute. Wir haben jetzt eine Eule getriggert. Wir fliegen jetzt hier gerade, möglichst gerade auf unser Gehege zu. Und dann laufen wir jetzt hier einfach rein. Pass auf, wir laufen jetzt hier rein. Und greift es an, läuft uns und fliegt uns hinterher. Wir kassieren ein bisschen Schaden, alles gar kein Problem. Wir schließen jetzt das Tor und im richtigen... So, wir haben das Tor geschlossen und im richtigen Moment müssen wir einmal das Tor schließen und dann schön durchfliegen mit dem Petri. Das klappt ganz gut. Ist ein bisschen durchgebuggert, nenne ich das mal. Aber das generelle Problem, was wir mit der Eule haben werden, ich habe es jetzt schon ein paar Mal versucht, ist, wenn ihr durchfliegt und dann das Tor schließt, die ist so schnell, dass sie entweder euch hinterherfliegt und durch das erste Tor durchkommt. Oder, wenn ihr Pech habt, fliegt euer Petri, wie es meiner getan hat, die ganze Zeit, wenn ich abspringe, nochmal komplett um das Ding rum, triggert so die Eule, dass sie hinten wieder rausfliegt. Oder wenn ihr rumlauft, triggert ihr sie, dass sie halt hinten wieder rausfliegt, sozusagen da, wo ihr reingekommen seid. Und deswegen würde ich euch empfehlen, fliegt rein, setzt euch hin, lauft bis zum Tor, schließt das Tor und im richtigen Moment müsst ihr einfach wieder fliegen und fliegt dann da schnell durch, sodass die Eule gar nichts machen kann. Was wir jetzt auf jeden Fall machen, ist folgendes: Wir haben natürlich hier die Lücken, schießen hier ein paar Mal drauf und dann legen wir das Mistvieh. Wir haben eine ganz besondere Beziehung schon zu dem Tier entwickelt. So, drei Schüsse reichen, dann ist das gute Tier auch betäubt. Ich nehme jetzt hier normales Fleisch, weil bei mir die Einstellungen eh so hoch sind, dass die relativ schnell gezähmt wird. Ihr seht das ja schon, 42% ist voll mit einem Stück Fleisch. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, dann hier ein paar Mammuts anzugreifen und durch Prime Meat zu holen. Hier steht auch schon wieder eins. Dann habt ihr einfach noch ein bisschen höhere Effektivität. So, jetzt können wir den Sattel hier raufsetzen. So, dann werde ich euch noch mal ein paar Funktionen erklären zu der Eule. Mit der rechten Maustaste können wir uns jetzt einfrieren und heilen uns selber und auch den Petri. Zieht Ausdauer ab. Habt ihr vielleicht gerade gesehen? Ich zeige es vielleicht nochmal. Ja, da geht die Ausdauer auf jeden Fall rapide runter. Dann haben wir ganz normal mit Linksklick eine Attacke, mit der wir halt angreifen können und Schaden machen können. Und auch ganz interessant und wichtig, was ich auch eine super coole Funktion finde einfach, ist folgendes. Mit C, wenn das noch die normale Tastenbelegung bei euch ist, haben wir noch die Wärmesicht. Und zwar ist es so, dass wir hier auch wieder Ausdauer abgezogen bekommen. Aber dadurch können wir, glaube ich, ganz gut auch Dinos oder Kreaturen oder was auch immer, wie man das auch immer jetzt mittlerweile hier nennen möchte, können wir dann auf Entfernung sehen und können so ein bisschen scouten. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool, finde ich. Und mit dieser Fähigkeit, mit der rechten Maustaste, können wir natürlich nicht nur heilen, sondern wir frieren, damit er auch die Dinos dann zeitgleich ein. Und das ist noch hilfreich für eine weitere Zähmung hier in Extinction. Die wird es auf jeden Fall auch noch vornehmen werden. Deswegen habe ich jetzt auch erst die Eule gezähmt, damit wir dann darauf aufbauen können. Weil wir haben noch zwei weitere Zähmungen auf jeden Fall, wo die Eule von Vorteil ist. Einmal eben ist es einfrieren wichtig und zum anderen brauchen wir den Code von der Eule, zum Beispiel um Gacha zu zähmen. Also brauchen wir nicht unbedingt, aber es geht damit halt schneller und effektiver. Das soll es soweit gewesen sein. Also das ist aktuell, wie man die Schneeeule zähmen kann. Natürlich könnt ihr sie auch einfach aus der Luft schießen. Ist ein bisschen random, braucht ihr ein bisschen Aim für. Ja, ihr könnt sie bowlern, theoretisch. Wie gesagt, ich hoffe, das funktioniert in Zukunft auch, weil easy tame. Oder ihr macht das einfach so wie hier und dann versucht ihr euch mit einem Petri oder mit irgendwas Kleinem auf jeden Fall noch durch die Öffnung durchzuzwängen, damit die Eule drin bleibt. Das ist für mich jetzt aktuell die einfachste Methode. Also bis dahin und bis zum nächsten Mal. Ciao.